Habt ihr schon mal eine Petition unterschrieben und euch gefragt, was das überhaupt bringt? Der Bundestag muss sich mit euren Petitionen beschäftigen. Wie das genau funktioniert, dafür habe ich mir heute Manfred Totenhausen eingeladen. Three Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Stellt euch vor, ihr wollt, dass sich etwas ändert. Jetzt kann man aber natürlich nicht einfach bei der Regierung anklopfen und sagen, ändert was. Dafür gibt es einen offiziellen Weg, die Petition. Jedermann, auch jede Frau, hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an die Volksvertretung zu wenden. Das steht sogar im Grundgesetz. Damit die Petition geprüft wird, kann man diese im Bundestag einreichen. Postalisch oder digital. Zum Beispiel unter epetition.bundestag.de. Und nur dann zählt sie. Dabei hilft auch vor allem eine große Anzahl an Leuten, die die Petition unterstützt. Das kann zum einen digital passieren oder ganz oldschool mit Stift und Papier. Und erreicht die Petition mindestens 50.000 Unterschriften, wird sie in einer öffentlichen Sitzung behandelt, bei der auch das Ministerium Rede und Antwort stehen muss. Aber wenn auch eine Petition nur eine Unterschrift hat, wird sie genauso behandelt wie eine Petition, die viele Unterschriften hat. Sie wird geprüft und ihr bekommt eine Antwort. Sind die Formalitäten also geprüft, wird die Petition im Parlament oder im Petitionsausschuss diskutiert. Dort wird die Entscheidung getroffen, was mit der Petition passieren soll. Wird sie als wichtig und richtig erkannt, kann sich daraus auch eine Gesetzesänderung ergeben. Das heißt also, Petitionen haben zwar keine rechtlich bindende Wirkung, aber man kann damit politischen Druck ausüben und wichtige Anliegen auf die politische Agenda setzen. Dann nimmt sich der Bundestag auch eurer Sache an.